Ihr bekommt wohl anscheinend nicht genug und deshalb heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge von Let's Tutorial, wieder mal zu Kingdom Hearts Final Mix, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie ihr an das Item Achat-Tropfen rankommt. Dafür müsst ihr hiernach in die Stadt Traverse reisen und dort weiter nach Traverse Nord gehen. Hinter dieser Tür ist das ja. Gehen wir einfach mal durch und mal sehen, ob ich schon mal Glück habe, dass der Gegner hier schon bereits erscheint. Normalerweise taucht er eigentlich ja sehr häufig in diesem Bereich auf und ich schaue mal nach, wo er ist. Ja, da unten ist er auch schon. Dieses kleine rosa Äffchen hier ist unser Gegner, von dem wir das Item gedroppt bekommen. So, und bevor es mit dem Kampf hier losgeht, will ich erstmal noch ein paar Sachen erklären zu diesem Gegner. Und zwar dieses Angriffsschema, was er hat. Ihr habt es ja sicherlich schon gemerkt, er hat ja immer jedes Mal diese komischen leuchtenden Scheinwerferaugen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob er sie gleich mal zeigt. Da zeigt er sie ja gerade, so ein bisschen weit entfernt. Ob ihr das erkennen könnt, das weiß ich nicht so genau. Aber ich denke mal schon, ist ja schließlich HD. Ja. Und mit diesen Augen versucht er uns jetzt natürlich ins Visier zu nehmen. Das heißt also, er darf uns eigentlich nicht direkt ansehen und bemerken. Wir müssen ihn schnell und leise ausschalten. Also vor allem schnell, und zwar sehr schnell. Und wenn wir ihn erledigt haben, erscheinen sofort zwei neue. Die müssen danach auch sofort erledigt werden. Und danach auf einmal erscheinen dann drei von denen, die dann ebenfalls schnell wieder ausgeschaltet werden müssen. Und danach geht es dann wieder am Ende mit einem los. Wenn wir es sogar eigentlich geschafft haben, die Dreiergruppe zu erledigen, will ich erstmal vorher erwähnen, dann ist sogar die Chance auf das Item ja wahrscheinlich gewiss. Also ich weiß nicht so genau, ob da jetzt wirklich so ein Glücksfaktor dahinter steckt. Aber ich denke mal schon, also ich hatte zumindest immer, nachdem ich jede Dreiergruppe da erledigt habe, immer sofort fertig gehabt. Ja, so läuft das nun mal. Also immer jedes Mal ein Einzelner, dann immer zwei und dann immer drei und dann immer wieder von vorne mit eins. Und dabei ist es ganz wichtig, ihr müsst ihn erledigen, bevor er euch bemerkt. Tja, klingt einfach gesagt als getan, aber wenn er euch bemerkt, dann seid ihr sowas von am Arsch. Denn dann werdet ihr nämlich ja richtig schön ins Kreuzfeuer genommen. So. Okay, so, das ist die zweite Gruppe. Die müssen wir jetzt auch erledigen, bevor sie uns irgendwie bemerken. So, wo ist der andere? Da hinten. So, den haben wir zwar auch schon mal einmal schaden können. So, erwischt. So, das war die Zweiergruppe und jetzt sind es ja drei auf einmal. Und die dürfen uns natürlich, da darf uns kein einziger von denen sehen. So. So, und jetzt der letzte. So, da habe ich ihn. Okay, er hat mich jetzt schon mal bemerkt, aber er darf darauf nicht reagieren. So, da haben wir den Achat-Tropfen schon erreicht. Und wie ich ja schon erwähnt habe, geht es dann sofort wieder mit einem einzelnen los und das kann sogar unendlich so ablaufen. So, den Achat-Tropfen habe ich erwischt und jetzt zeige ich euch mal, was passieren kann, wenn er uns erwischt, wenn er uns entdeckt. Los, entdeckt uns mal kurz. So, da bemerkt er uns und jetzt geht das Gemetzel hier los. Denn jetzt nimmt er uns hier jetzt einmal richtig schön ins Kreuzfeuer mit einer großen Gruppe. Und sobald dieser Zustand hier eingetroffen ist, macht es keinen Sinn mehr, die Dinger zu besiegen, denn dann werden garantiert keine Items von denen gedroppt und man bekommt auch sogar keine Erfahrungspunkte dafür. Tja, ich sag euch schon mal, es sah vielleicht jetzt eben gerade hier so einfach aus, aber ich muss echt zugeben, da hatte ich jetzt auch wirklich die meiste Zeit Glück, dass mich jetzt keiner von denen erwischt hat. Es wird eben halt nur mal schwieriger, wenn es bis zur Dreiergruppe hingeht, denn dann könnt ihr euch ja praktisch von allen Seiten erwischen. Am besten, ihr nutzt am besten die Höhenunterschiede von den einzelnen Bereichen, von den einzelnen Ebenen von diesem Bereich da aus. Denn dann habt ihr vielleicht eine gute Chance, diese Gegner zu besiegen. Also auf jeden Fall, es muss immer schnell gehen, denn sonst entdecken die euch, ihr werdet ins Kreuzfeuer genommen und dann ist die Chance auf jeden Fall vertan. So, ich hoffe mal, ich habe euch mal mit diesem Tutorial hier weiterhelfen können und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss!